Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Tycoon Quest mit dem Wiltronic on Freddy, Chantal und den Hundis. Wolfies, Sagst Entschuldigung. du eigentlich jedes Mal, dass wir es im Immortal anspielen? Nein, nur manchmal, wenn ich Bock drauf habe. Ich schreib's aber jedes Mal in den Titel. Ja, ich auch. Du schreibst ja immer plus Immortal Add-on. Ich schreibe einfach Immortal Throne. Also Immortal Throne Add-on schreibst du immer nicht. Ja, genau, Sag in da. Klammern schreibe ich das. Warte mal, da liegen noch Sachen. Hier liegt noch ein Noch egal. königlicher Großhelm des Könners. Also meiner. Hier ist Wohin noch ein gehst du? Knochenhaufen. Ja, dann sammle halt dein dreckiges Loot ein. Looten und leveln. Hier ist eine Minotaur-Statue. Sie ist sexy. Hat die einen Freund? Ja. Schade. Schade. Tja. Nichts, nichts. So, dann tun wir das Wir gehen mal. gerade um den Tower. Minotaur. Minotaur, sorry. Reines Gefieder, haben wir es auch schon wieder drei Stück. Nice, braucht vier. Vier. Brauche ich ja für meinen Artefakt. Hast du eigentlich Arkane Formel so ein Scheiß? Hast du das alles? Nö. Was brauchst du eigentlich noch? Nur die Arkane Formel, das andere haben wir schon, glaube ich. Ja, du musst noch ein Artefakt kaufen und irgendwas war da noch. Hä, wie jetzt ein Artefakt kaufen? Dionys goldenes Vlies, hast du das oder irgendwie Glaube sowas? schon. Goldenes Vlies. Goldenes Vlies habe ich noch fertig. Ja, okay, dann brauchen wir jetzt nur noch einmal reines Gefieder Ich bin aber und noch die nicht sicher, Arkane ob ich das Formel. machen will. Warum nicht? Lohnt sich doch. Besser als nichts zu haben. Na gut, Reines Gefieder ist sowieso komplett. eigentlich mache ich das einfach nur, um den Slot zu belegen. Ja, ist doch so, weil. Ich meine, Dionys Weinschlauch oder goldene, nee, goldenes Vlies, was bringt das eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Ich glaube mehr Gold? Nein, keine Ahnung. Ich könnte mal Nein. nachgucken. Oh, da hinten ist schon der nächste Brunnen und ein Händler. Ja, siehst du, das bringt jetzt zum Beispiel gar nichts. Und Was reines jetzt? Gefieder macht ja auch nur irgendwie so Giftwiderstand oder so, glaube ich. Das ist ja auch komplett nutzlos. Also nicht komplett nutzlos, aber man braucht es halt nicht. Nicht Und wirklich. Arkane Formel gibst du 15.000 aus. Da gibst du nochmal 70.000 für das Artefakt aus. Ja, das läuft. Gibst du ein bisschen viel Geld, aber ganz ehrlich, brauchst du das Geld noch? Nein, echt nicht. Ich habe momentan 600.000. Du hast wahrscheinlich Ja, ich habe jetzt 700. auch schon, keine Ahnung, Moment, ich wollte gerade auf M drücken. Ich habe schon fast 700.000, ich finde noch 6.000. Ich schulde dir übrigens noch 9 Millionen. Mindestens. Da Warte, ist Archimedes Moment. Spiegel. Wie viel? 6 oder 9 Millionen waren es, ne? Weiß ich nicht mehr. Ich auch nicht. Ich glaube 6 oder 9 Millionen. Ja, wenn ich weiß, wovon wir reden, sollte unser Secret Let's Play gucken. Da haben wir drüber geredet. Dass ich ihm noch massenhaft Geld schulde. Ins Secret. Weit bist du im Level? 6. Ich bin erst bei, ich bin erst bei 9 wieder. Also ich bin schon weiter, aber trotzdem. Kannst du mir einen Heal geben? Ja, warte. Ich treffe die drei gerade nicht. Okay. Oh, guck mal, hier ist der Übergang. Etwas vergessen? Ja, übrigens, ich habe die andere Rüstung und andere Armschienen angelegt. Die habe ich aus dem Dings. Stimmt ja, ich auch. Ich habe jetzt seine Rüstung an, plus 14 Brauchst du nicht Rüstung. Klingenrad als Schriftrolle? War das nicht das? Weiß ich nicht. Nee, ich glaube, es war was anderes. Klingenrad habe ich als Skill, das habe Ich ich. glaube, es war auch was anderes. Kannst du ja auf deines mal gucken. Ich habe übrigens hier 44er Armschienen. Ne, da steht da nicht, was das war. 44er Armschienen? Habe ich selber, ich habe bessere. 48er 48. Helm? Was hat er? 22 Verteidigungsagilität. Qualität, Entschuldigung. Naja, ich habe den mit Gesundheitsregulation, ich weiß mal behalten. 12er Beinschienen, oh, wie peinlich. Nehme ich. Jetzt Gegen verkauft. 44er. Hier ist noch eine Gorgonenkrone, voll schlecht. Ein 14er Helm. Warst du mich Moment. gerade verkaufen? Ja, ich habe doch Viel eben noch mal Glück! gelootet. Ist hier hinten nichts mehr? Nein. Okay, ich weiß, wo wir jetzt hinkommen. Freddy wahrscheinlich auch. Nur keine Ahnung. Er hat gerade gesagt, etwas vergessen. Da war das reine Gefieder das letzte. Was habe ich vergessen? Du hast das reine Gefieder gerade vergessen? Nein, das habe ich auch gesammelt. Okay, nein, er hat doch gerade noch gesagt, etwas vergessen. Rate mal, warum jemand in Griechenland sowas sagt. Will ich nicht, Vielleicht, weil was du wir nicht sagen willst, wiedersehen. ehrlich nicht. Hä? Vielleicht, weil wir ihn nicht wiedersehen. Sehen wir ihn nicht wieder. Ägypten. Müsste jetzt Und zumindest gleich was ist. kommen. Und was ist jetzt mit meinen Robotern? Die müssten gleich kommen. Müsste das Labyrinth gleich kommen. Und dann kommt man durch das, aber ich spoilere jetzt nicht. Da kommt man zu einer besonderen Sache, ne? Ja, genau. Zu so Die es ganz nicht so oft besonderen gibt. Leuten, die es nur schon das zweite Mal gibt. In Nein. Welche? Für Leute. Orden des Phönix.
Was für ein offenes Wort? Ich habe absolut keine Ahnung von der Story. Ich habe das damals schon nicht auf die Story geguckt. Alter, wir waren vor ein paar Parts beim Orden des Phönix. Weißt du noch, wir haben gesagt, wir hören kein Stück auf die Story in diesem Let's Play. Und du kennst die Story maximal, weil du es damals schon gemacht hast, oder weil du das Let's Play... WTF! Was? Och, nichts. Was denn? Hier sind nur ein paar viele Viecher. Ich sehe keine. Ich habe sie auch Hälfte schon platt gemacht. Moment, ich will 5 haben. Boah, ich bin vergiftet. Oh, ich hab dich geheilt, scheiße. Danke. Ja, ich weiß, dass ich auf mein Bild da oben klicken kann, um mich zu heilen, aber nein. Das mag er nicht. Nein, wirklich nicht. Weil ich dann immer nach da oben scrollen muss und meine Maus ist ein bisschen schlecht, das heißt, sie hakt manchmal. Du brauchst mehr Energie. Es ist viel chilliger, ich habe jetzt ein viel größeres Mausfeld, trotzdem halt es immer so am Rand, wo mein altes lag. Nervige Angewohnheit. Ich brauche auch dringend ein neues Mauspad, ich habe so ein Katzenmauspad. Das ist so süß. Was sag, dann hätte ich dir eins mitbestellt. Ich bin pleite. 5 Euro. Chronisch pleite. Alter. Ich hasse übrigens so riesige Gegnerhorden. Ich glaube, da ist gerade ein verunreinigt Fieder, wie es heißt, runtergefallen. Erkrankte, das kann ich aber auch mitnehmen. Haben wir auch schon wieder 2 Stück. Nee, Moment, ich glaube, erkranktes Fieder habe ich 5. Ich habe eine Waffe für dich gefunden. Todesklinge, ja, die wollte ich. Alter! Die ist für meine Klasse, glaube ich sogar. Ist sie todesgut? Ich habe 27 Schaden. Sieht todesgeil aus. Ja, dann. Liegt da. Okay. Und, ja, ich weiß, die habe ich gesehen. Die ist auch extra für meine Klasse, weil die noch einen Skill für mich hat. Todesschlag, den kriege ich dann, wenn ich dann nur 5 Level in meine Dings investiert habe. Meine Hunde sind beide tot gleich. Wir haben gerade gleichzeitig gestöhnt. Ich glaube, wir hatten gerade heiße Lesben-Action. Das sehe ich nicht. Oh, ich Alter, wie groß ist denn das PC, hier? Ey. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen Part. Ja. Wir brauchen allein schon einen Part, um das hier alles zu erkunden. Wie gesagt, noch 2 Parts als letzten Part. Ja, ich dachte, du meinst den mit... Da wollen wir nicht erstmal nach hier? Da ist doch noch viel schwarz, so. Du bist gerade voll rassistisch. Du bist gerade fast so rassistisch wie Metro. Wer ist Metro? Ein Spiel und ein Buch und ein Film ist leider noch nicht. Das Buch von Dimitri Gluschkowski? Von mir? Nein, leider nicht. Dann wärst du also reich. Ja. Der Typ ist so geil. Bin ich. Kennst du Metro? Metro Last Light kennst du doch, ne? Ich hab Metro 2033. Okay. Ja, stimmt, ich auch. Kennst du die Story ein bisschen? Nein, das Spiel läuft richtig unflüssig. Es geht um die Ausrottung der Schwarzen. Ja, das ist jetzt nicht erfunden. Das ist wirklich. Es geht um die Ausrottung der Schwarzen mit einem Nuklearsprengkopf? Nein, mit irgendeinem anderen Sprengkopf. Aber es sind nicht die Schwarzen, an die jetzt jemand anderes denkt. Das habe ich auch nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, es geht um die Ausrottung der Schwarzen. Was sich total rassistisch anhört, aber nicht ist. Wobei, doch, es ist eigentlich rassistisch. Vor allem, weil die Viecher einem ja nichts Böses war. Ich sollte nicht spoilern, wer die Story nicht kennt. Du hast übertrieben viel gespoilert. Was du hast mich gespoilert, aber ich werde das Spiel sowieso nie spielen. Ich werde es irgendwann spielen. Ich hab doch nur gesagt, dass es um die Ausrottung der Schwarzen geht. Ja, und das sieht ja eigentlich nicht. Das hast du auch noch gesagt. Ja, aber soll ich dich weiter spoilern oder alle? Oh, nein. Guck mal, das ist meine Maschine, die ich die ganze Zeit wollte. Ach, die meinst du? Oh, die sind so todesnervig. Ich wusste die ganze Zeit nicht genau, was du meinst. Alter, auf die habe ich so lange gewartet. Ich mach denen fast keinen Schaden. Jetzt kann ich den Krieg sterben. Ich mach wirklich fast keinen Schaden. Ich auch nicht. Geht so. ich mache schon ziemlich viel Schaden, aber halt nicht Spezialschaden. Das ganze Gebiet ist hier nichts für mich, ne? Nein. Ich will jetzt vorstellen, damit ich hier wenigstens ein bisschen kann, damit ich alle verlangsame. Ich verlangsame hier sehr schon durch meine Welle. Und durch meinen Speer. Ja, aber du musst bedenken, dass ich schnell angreife als du. Ja, ich muss gerade fast rüsten. Du machst ja Doppelschaden. Nein, ich greife auch doppelt so schnell an wie du. Ja. Wie lange ist dein Angriff? Spielt langsam, meiner ist sehr schnell oder schnell? Der ist sehr langsam sogar. Ich habe mir gar nicht genau die Stats angeguckt, was das Schwert überhaupt bringt. Das bringt auf jeden Fall geiles Aussehen. Alter, du stehst gerade bei mir gerade 10 Meter vor den Gegnern entfernt und schlägst so in die Luft und sie sterben. Das sah ja gerade ziemlich lustig aus. Telepathische Schläge. Ja. Das ist halt Roll, Telepathie, dazu könnte ich jetzt auch nicht was sagen, Metro. Was? Wer ist Metro? Weiß ich nicht.
So geil. 25% Giftwiderstand durch ein Schwert, okay. 20 Angriffsqualität, 15 Angriffsgeschwindigkeit, Schaden gegen Dämonen mache ich und 2 auf Todesschlag. Ich habe mir gestern noch schön erstmal ein Buch gekauft von Metro. Metro 2034. Er könnte so eine ganze Reihe machen, so das Metro 30.000. Er hat eine ganze Reihe. Es gibt Metro 2033, Metro 2034, Metro 2035 soll, glaube ich, rauskommen dieses. Sein sollte letztes Jahr noch rauskommen. Habe ich im Let's Play gehört. Oder besser gesagt, wurde bei Metro Last Light lagen überall Bücher rum von Metro 2033, 2034 und 2035 lag da auch rum. Sozusagen als Easter Egg. Wobei das viel zu oft für Easter Egg. Ja, genau, als Egg-Easter. Und dann gibt es noch andere Geschichten sozusagen von anderen Menschen aus der Metro. Das ist ziemlich geil. Davon gibt es auch noch mal irgendwie 20 Bücher oder so. Ich liebe diese Serie. Diese Fähigkeit, also, die ist so hammer. Noch nicht voll ausgebildet. Hat mich nicht so interessiert, so wirklich. Also. Oh, ich finde die so super. Ausrottung des Schwarzen, was? Alter, wie groß ist denn das? Das ist riesig. Das ist ein Palastmensch. Du weißt doch, dein Palast ist doch auch riesig. Du musst doch wissen, wie groß ein Palast sein kann. Ich meine, deiner ist ja noch größer. Ich da verlaufe. Ich betrete schon 2 Areal von einem Palast gar nicht, weil er so riesig ist. kenn ich aber. Gärtnerpalast? Mit Gärtnergold finanziert? Ja, mit Gärtnergold. Scheiße! Gärtnergold. Du musst den wirklich Jäger hören. Ah, so gut. Ja, ich wollte es nicht anderes Gold nennen, ne? Du weißt schon, was ich meine. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Nein. Moment mal. Da ist die Höhle, in die wir rein müssen. Denke ich mal. Haha. Hier unten sind noch Maschinen. Das ist ein Automatoi. Oder wie heißt denn hier? Ja, Automatoi. Lebte Konstruktion. Die sind gar nicht mal so stark. Wollte nicht, wenn ich mein Crit Damage mache. Komm, lass uns erstmal hoch links. Oh, mein Nacken tut so weh. Oh, da geht's nicht lang. Da war ich schon. No. Alter, das ist todesgroß hier. Ich hab todes hier Rückenschmerzen übrigens und sitze gerade auch nicht sehr gesund und ich hab Hunger. Ich will was essen. Kriegst aber nichts zu essen. Ich sollte meinen Dienern in meinem Palast mal sagen, dass sie mir was zu essen bringen sollen. Ich hab den Weg in die Küche das letzte Mal vor 3 Jahren gefunden und das auch nur durch einen Zufall. Weil ich genug Apfelsaft intus hatte, du weißt, was ich meine. Nee, ich hab keine Ahnung. Irgendwas hat sie gerade gesagt, aber ich verstehe sie nicht. Warte mal kurz. Was hast du gesagt? Ich weiß. Musst du nicht verstehen. Willst du auch mit Menschen im RP zu reden, die nicht im RP vorhanden sind? Entschuldigung. Ich darf jetzt nicht mehr mit dir reden. Freddy sagt. Wir sollten ein TTT mal Freddy Says spielen in der Aufnahme. Wer ist hier Freddy? Du meinst Batman. Batman Says. Batman Says. Wenn ich mit dieser Stimme rede, müssen die das machen, wenn ich mit der normalen Stimme rede nicht. Genau. Das wäre echt lustig. Ja, das müssen wir mit Leuten machen, die eingeweiht sind. Oh, ich habe keine Energie mehr. Ja, ich verbrauche mehr Energietränke als Heiltränke. Ich verbrauche gar nichts. Heiltränke verbrauche ich momentan extrem wenig. Heiltragen? Ich habe 35 Heiltränke momentan. Alter! Also eine Reihjagd oder so? Macht aber wenig Schaden bei den Viechern leider. Gar keinen Schaden. Ja, bei Skeletten und so macht das ja todes viel Schaden, ey. Ja, die werden ja einfach davon weggefetzt. Ja, ich liebe Skelette dafür. Ich hab ja im ersten Part gesagt, ja, man sollte so zählen, wenn man diese Klasse hat, die ich hab. Und ich mach das schon die ganze Zeit nicht mehr, weil du schlägst einfach viel zu oft zu. Du weißt gar nicht, wann du den Crit machst. Ja. Da war er übrigens gerade. Und ich hab schon wieder noch einen Hundi. Auch keine Energie mehr für den dritten. Großkönig. Ach du Scheiße, der müsste stark sein. Guck, ob ich ihn vergiften kann. Ich glaube nicht, dass es... Alter! Fuck. Ich bin gerade fast gestorben in der Schockwelle. Er ist tot. Der hat nichts fallen lassen? Nein. Nur Energietrank? Nein, den hat er nicht fallen lassen. Oh, sorry, die waren für dich. Warte mal. Was? Mechanikleiter. Kurz mal am Ohr jucken. Ich glaube, dann habe ich schon eins. Ja, von den Fallen. Oh, kurz mal am Ohr jucken, geil. Oh jo, ich bin jetzt übrigens bei 0. König Minos Hof. Oh, das wird jetzt heftig. Müssen wir das König Minos töten? Achso, mein Palast sieht auch so aus. Nee, mein Palast ist ein bisschen größer, deiner doch auch.
Untertreibt man. Ja, aber meiner ist genauso aufgebaut. Ich habe da keinen Thronsaal drin, also ich habe auch, also ich habe absolut keine inneren Palastgebäude. Ich habe einfach nur diesen Hof, wie hier auch. Und ich habe auch keinen Thronsaal. Ich habe da einfach eine Statue stehen und da geht's in meinen Keller. Ja. Genauso sieht das aus. Ja, bei mir geht's ja, draußen in der Außenanlage schon im Keller. Wenn du das Heckenrätsel gelöst hast, dann kommst du ja durch den Geheimgang, der sich öffnet in den Keller. Sozusagen, wo meine ganzen Sportwagen stehen, du weißt schon. Deine Sportwagen. Der Fahrschulwagen. Alter, der Fahrschulwagen ist schon ziemlich geil. Ja, Mann. Siehst du, das meine ich mit Labyrinth. Weißt du, wie es hier rausgeht? Nein. Ich habe keine Ahnung, Alter. So, oh, Leute, jetzt sind hier 30 Parts wieder. Könnte hinkommen. Ich denke, ein Part... Wow! Alter. Okay, ich glaube, wir brauchen doch noch 3 Parts. Also allein schon für den Endgegner, den es nicht gibt, den ich nicht spoilere. Und wir auch noch nicht gespoilert haben oder so. Nee, voll nicht im Singleplayer-Spiel von dir. Da habe ich nicht alle Gegner gespoilert. Nein, du hast den wirklich nicht gespoilert, glaube ich. Aber so, irgendein Typ hier hat den schon gespoilert mit seiner Quest. Ich habe alle 3 davon gespoilert. Ja, stimmt. Aber der nicht, stimmt. Aber noch ein anderer. Dann kann ich mich erinnern. Was für ein anderer? Egal. Minoauisches Labyrinth. Was ist ein Minoauisches? Ich meine, wer benutzt das? Das ist voll behindert. Minoanisches Labyrinth. Ach, scheiße, auf der Hilfe. Wir gehen einfach die ganze Zeit geradeaus und dann rechts. Wir erkunden das ganze Ding, oder? Am Arsch! Weißt du, wie groß das ist? Ja, zu Ende. Ja? Das ist da vorne, glaube ich, schon zu Ende. Das ist ein gutes Labyrinth. Hab ich jetzt aber auch gerade gedacht. Das ist schwerer, ne? Ich glaube nicht, dass es da zu Ende ist. Ich glaube, da geht's noch zweite nächste Ebene. Ja, das kann sein. Lass uns trotzdem alles erkunden. Ich will EP farmen. Ich hab's bist du im Level? Portal. Okay, ich bin bei kurz nach Waffenwechsel. Langsam hol ich dich an. Gibt's ja auch nicht mehr. Hm? Ich glaube, ich muss dich töten. Komm. Willst du nicht erst alles erkunden? Das ist so tote Scheiße. Ich will aber EP farmen. Ist doch scheißegal, wenn ich nicht passiert. Ich kann übrigens schon wieder nach da unten gucken. Ich sehe ja schon wieder irgendwas. Ich liebe es, wenn du Gegner verwirrst. Mach ich aber nicht so oft, weil du das liebst. Sorry. Das Spiel soll dir keinen Spaß machen. Ja. Ich meine, dann wär's ja wie man zu Hause, ne? Oder wie meine Arbeit. Ach ja. Er hat gesagt 1 bis 2 Wochen, oder? Ja. Gut. Das heißt noch 7 bis 14 Mal arbeiten. Das dann anfängt. Ja. Und dann kündigst du. Ja, dann kündige ich. Dann mache ich doch für YouTube Money. Absolut nichts. So viel wie Kirschi. Alter, hast du. Ja, damit können wir sogar Money machen. Wieso? Weil, wenn du lizenzfreie Musik benutzt und bei Minecraft darf man Videos davon machen. Ja, aber ich habe schon mal gesagt, wir machen ja nur was anderes. Ich habe ja nicht gesagt, was in Minecraft. Ich konnte übrigens gerade auch nach unten gucken. Oh, meine Maus hakt gerade. Ich wollte gerade irgendwas sagen. Die Brunnen sind geil übrigens. Gibt's auch nur hier. Was wollte ich das sagen? Das ist das Labyrinth. Das ist das Labyrinth, ja, übrigens. Mit Gorgonen und den gleichen Viechern. Hast du mal auf DJ Kirsch geguckt? Nein. Er hat, also ich kenne ihn leider schon. Irgendein PewDiePie-Rap gemacht. Irgendwas zusammengeschnitten. Beatbox-Scheiß oder so. Alter, 17.000 Aufrufe. Ishi hat das gemacht. Ja. Ernst? Ja. Natürlich. 17.000 Aufrufe, ey, ich konnte kotzen. Ich habe auch nichts über 100 Aufrufe, außer auf meinen ersten Part. Also auf mein erstes Video, was ich hochgeladen habe. Und das ist schlecht. Da? 117 oder so. Oder 160, keine Ahnung. Genau, da habe ich. Wie geil die Gorgonenkönige gerade verfroren aussah, ey. Todeslustig. Ja, ich glaube, das hier ist das Labyrinth. Okay. Das ist doch nicht so groß, oder? Ich weiß es nicht. 3 Ebenen. Du behindert? Ich habe keine Ahnung. Wie lange ist der Part schon vorangeschnitten? Geschnitten? Weiß ich noch nicht. Ich hasse das, mein Handy zu entsperren. Dauert immer so lange, bis es überhaupt angeht und dann. Wow. Ich schütze dich kurz. Alter, willst du mich verarschen? Dreckshandy. Ich mache irgendwie immer 1 zu viel. 18 Sekunden noch.
gestorben. Ich hasse diese Flammenviecher, die können mich übertrieben töten. 18 Sekunden, ja. Dann lass uns die noch töten und dann aufhören. Oh, da liegt noch ein Wächterkyros. Derselbe? Weiß ich nicht, guck ich gleich nach. Dann hoffe ich, euch hat der Part gefallen. Und macht's gut, Freunde. Tschüss. Ciao.